Okay, Alhamdulillah. Hier sind wir mit dem nächsten Bruder. Du bist der Bruder? Bernhard. Bernhard. Hast du schon den islamischen Namen auch zugelegt, oder? Ja. Wie? Also Nasir. Nasir, Jayid, Mumtaz. Wunderbar. Der Bruder, der hat, das müsste im Dezember 2008 den Islam in welcher Stadt angenommen? Köln. Bei wem? Bei dir. Allahu Akbar. Ibrahim Thomas, bitte diese Stelle raussuchen, wo er den Islam angenommen hat. Und Alhamdulillah, Bruder, was waren damals, könntest du ein paar Punkte aufzählen, die dir gesagt haben, das ist der wahre Weg? Oder fällt dir das jetzt schwer? Die dich davon überzeugt haben, diesen Weg zu gehen, den Islam zu gehen? Das war eigentlich so ein Teil von der... Teil von... Also ich habe dich vorher gar nicht gekannt. So, ja. Ich habe noch nie was von dir gehört gehabt. Ja. Vorher. Es war halt spontan. Achso, du bist an dem Tag zu dem Vortrag gekommen, hast den Vortrag angehört und... der Vortrag hat dir dann auch weitergeholfen. Ich hatte vorher schon Kenntnisse über den Islam gehabt, ich hatte mich informiert, aber ich hatte so gar nicht die Absicht gehabt, jetzt an dem Tag Islam anzunehmen. Ach, du hattest an dem Tag gar nicht die Absicht, Islam anzunehmen, du bist da hingefahren extra und dann der Vortrag hat dich irgendwie mitgerissen, ja. Oder wie? Ja, also ich hatte schon Vorwissen gehabt. Also Vorwissen, aber das war jetzt sozusagen, das hat dir sozusagen den letzten Kick gegeben, ja, Handel. Und jetzt bist du Alhamdulillah glücklich. Ja. Bist du verheiratet? Ja. Alhamdulillah. Ansonsten hätten wir jetzt eine gute Chance gehabt. Falls es dir will. Aber ja, da zeigst du Dreck auf, ne? Kollege, du bist schon verheiratet. Ja. Eine Frau hat er. Eine Frau, ja. Einmal haben die mit mir ein Interview gemacht von irgendeiner Dings. Ja, Familienstand, habe ich gesagt. Eine Frau, zwei Kinder. Gucken die so, was? Alhamdulillah. Und also wie gesagt, du bist jetzt auf jeden Fall glücklich. Hast du schon Kinder? Nee. Noch nicht. Alhamdulillah. Jetzt, wie ist, hast du einen Ratschlag für die Leute, die sich mit dem Islam beschäftigen oder die sich nicht damit beschäftigen, die Vorurteile haben? Ja, also man muss sich selber eine Meinung bilden, weil man soll nicht immer auf andere Leute hören, die eigentlich überhaupt gar kein Wissen haben. Ja. Wirklich, ja, wirklich. Man muss schon wirklich auf richtige Leute treffen, die Wissen haben. Weißt du, das Coole ist, der hat so einen bayerischen Dialekt, ne? Akzent. Ja, ich kann es noch ein bisschen... Boah, mach mal kurz, sag mal doch richtig auf bayerisch, das ist cool. Vor der Donne, es so da vom Vorder. Boah! Hörens, hat jeder ja nicht, da verstehst du ja nichts mehr. Hörens, bei uns, höchst du in der Bellrebe mit dem Dreck, der Drissros am Fahren, hat jeder doch ja nicht. Hast du was verstanden? Das war Kölsch. Was halt cool ist, Asterix und Obelix auf Schwäbisch. Schlägerei, da sind wir dabei. Wussten immer rein. Asterix und Obelix gibt es auf den ganzen Dialekten. Hessisch, Schwäbisch, Kölsch. Asterix und Obelix auf Kölsch, das ist auch total cool. Nee, und wie hat deine Familie darauf reagiert, als du Islam angenommen hast? Haben die gesagt, mit dir wollen wir nichts mehr zu tun haben. Ja, also das Erste, was kam so... Ich hab dich doch als Christ geboren. Als Christ geboren. Achso, du kamst also, der kam also direkt mit dem Kreuz, kam da aus dem Bauchhaus. Ja, ich hab dich doch als Christ geboren. Ne? Und, ja. Aber das Ding ist so, also ich komme aus einer christlichen Familie. Ja. Mein Opa, der war Pfarrer, in Siebenbürgen. Ja. Dann war ja praktisch dein, dann war ja dieser Vortrag, war Jesus Gott oder nur ein Prophet, genau das richtige Thema für dich. Das, und das ist quasi, also... mein Opa, der war Pfarrer in Siebenbürgen und das war quasi als meine Familie, die hat das auch so gemacht, quasi meine Mutter und mein Opa, die haben das immer so gesagt, dass Jesus ist nicht Gottes Sohn. Es war immer da, weißt, die sagen das so. Und dann habe ich gesagt, ja, wieso ist es dann bei den Christen so? Und das war eigentlich dieses Ding, was... Das, also du meinst, die haben immer geglaubt, dass Jesus nicht Gott ist, aber trotzdem angebetet aber sie, und so. Ja. Na, also angebetet nicht, sie haben aber gesagt, es ist... Nicht sein Sohn, aber... In dem Sinne. Ja, das Problem ist, dass bei vielen Christen, sie wissen gar nicht, was Christentum ist. Deswegen, ich sage manchmal, man muss denen beibringen, was Christentum ist, weil wenn sie das verstanden haben, dann lassen sie das auch und dann kommen sie zu uns.
Ja, aber wenn du ein Glas voll hast, musst du das erstmal leer machen. Ja? Und dann kannst du was Neues einschütten. So, das heißt, wenn du jemanden vor dir hast, der glaubt, der ist Christ, dann sagst du immer, du bist gar kein Christ. Weil als Christ musst du glauben, dass Jesus Gott ist. Das ist mir schon öfter in den Vorträgen passiert. Das Ding ist, wie du gesagt hast, also, aber das Ding ist, das Bemerkenswerte ist zum Beispiel, eine Person aus meiner Familie, die stimmt sogar zu, Christen dürfen kein Schweinefleisch essen, ja. So wie es auch ist. Aber trotzdem, du weißt, wie die Realität ist. Oh, die Achse. Schweinefleisch ist nicht sauer beim Chinesen. Ne? Nee, und das ist das Problem. Deswegen sagen wir immer, für die Christen, wir bringen erstmal das Christentum bei. Was meint ihr, wie oft mir das schon passiert ist? Nach dem Vortrag kommt jemand, ist stocksauer. Was lügst du hier über das Christentum? Jesus ist bei uns gar nicht Gott, kein Problem. Weißt du, wie oft mir das schon Leute erzählt haben? Der erzählt voll die Lüge. Ich sag nur das, was ihr glaubt. Okay, geht zur Kirche, fragt deinen Pfarrer, ist Jesus laut christlicher Glaubenslehrer Gott? Wird er dir sagen, ja. Wenn du das nicht glaubst, dann sagen wir, komm zum Islam. Wird es denn auch allen sagen, komm zum Islam. Ne? Bist jetzt auch glücklich, ja? Also glücklicher als vorher, ja. MashaAllah, tabarakallah. Möge Allah dich ins Paradies führen. Möge Allah dich festigen. Und möge Allah dich glücklich machen im Diesseits und im Jenseits. Takbir! Allahu Akbar! Sehr gut. Das war's für heute. Assalamu alaikum.